Jo, was geht ab, Ladies and Gentlemen? Wir kommen zur letzten Einheit des aktuellen Mesozyklus, zur letzten Einheit dieser Trainingswoche mit unseren RDLs im Petto. Hanging Leg Raises zuerst, dann RDLs und dann geht's eigentlich wunderbar an tolle Rückenübungen ran. Und ich freue mich natürlich unglaublich auf diese Einheit. Ja. Pre-Workout sitzt. Ich war gerade auch am Klo und habe gerade einen großen Drop hingelegt. Also animalische Größe, würde ich sagen. Sowas sieht man normalerweise, wenn man übers Feld geht, wo Kühe sind. Und man findet diese Kuhfladen so von der Größe her abstrus. Gewicht ist heute nach oben gegangen, also wir sind auf 89,6. Ich bin hart am Struggling aktuell, weil einfach die Woche absolutes Plateau ist und morgen wird wieder mehr gegessen und Deload und Co. Also es ist halt, ja, ein bisschen, ich warte auf den Drop eigentlich. Also ich warte auf den Weight Drop, dass der endlich kommt und er kommt halt nicht, obwohl ich mir hundertprozentig sicher bin, dass ich im Defizit bin, weil mit gerade mal 2150 Kalorien, selbst wenn da Ungenauigkeit von 50 Kalorien nehmen wir anderen, ist aber 100 Kalorien, ja, nehmen wir 100 Kalorien, bin ich irgendwie ungenau drüber und ich bin auf 2250, ist die Wahrscheinlichkeit mit knapp 20.000 Schritten jeden Tag plus Training, dass ich im Defizit bin, dann doch relativ hoch, ja, weil einfach die Bewegung dementsprechend auch, die Aktivität ist halt der Wahnsinn jetzt aktuell. Heute wieder, ich glaube, um die 12.000, 13.000 Schritte schon gemacht. Jetzt geht es ins Gym, 1.500 habe ich schon. Also da geht es dahin, ne, was Schritte einfach angeht. Und die Aktivität ist einfach sehr, sehr hoch aktuell. Was auch sehr gut ist, ja, also es ist noch ausbaufähig. Also ich könnte noch mehr machen. Das heißt, ich könnte sicher auf die 15.000 bis 20.000 Steps mit dem Walking Pad kommen, plus extra das, was ich mich normal bewege mit der Uhr. Ja, ich denke, dass das auch irgendwann einmal passieren wird, aber bis dahin wollen wir, also möchte ich das eigentlich so haben, dass ich alle meine Steps bis zum Training schon erledigt habe. Das habe ich auf jeden Fall geschafft und drinnen und das funktioniert auch, was sehr, sehr cool ist. Aber ja, wie gesagt, das Potenzial nach oben ist noch da. Unglaublich gutes Monster. Beziehungsweise das Potenzial, ich würde sagen nicht nach oben, sondern das Potenzial mehr Schritte zu machen, ist einfach noch gegeben. Also ich nutze gerade mal erst 2,5 Stunden in Wirklichkeit aus. Ich gehe circa in 2,5 Stunden die 10.000. Also ich rechne so mit 130 Minuten, sind ein bisschen mehr als 2 Stunden. Sind wir auf 130, also exakt sind es 135 Minuten, glaube ich. Irgendwie so wird das berechnet, dass ich auf 10K bin. Alles andere ist dann wirklich reines Extra-Angebot nur noch. Ja. Und das bedeutet, dass wenn die 135 Minuten vorbei sind, das sind jetzt 2 Stunden und eine Viertelstunde, habe ich meistens dann, esse ich mein Frühstück und bin eigentlich durch und dann gehe ich noch ein bisschen was. Und schaue, dass ich so auf die 160 jetzt aktuell komme. Also ich pushe jetzt aktiv schon ein bisschen härter, selbstständig. Und der Körper kämpft halt jetzt dagegen an. Ich denke, dass auch das Beintraining und die Ermüdung halt in dieser letzten Woche sich dazu noch kumuliert, weil ich einfach keine Lust irgendwie auf Posing habe. Und auch meine Trainingsleistung ist okay. Ja, ich bin motiviert in den Einheiten. Ja, hat sicher auch mit Koffein zu tun. Aber overall fühle ich mich, habe ich mich die Woche schon sehr down gefühlt. Und ich denke, dass diese Feelings jetzt immer mehr kommen werden. Ja, das ist halt die Prep, ist halt die Vorbereitung. Und da muss man einfach durch, da muss man jetzt durchpushen. Es wird jetzt nochmal knackig, die letzten Wochen bis zum Urlaub. Und dann im Mai haben wir eh Urlaub für 2 Wochen, wo nur Schritte und irgendwelche Bodyworkout-Geschichten gemacht werden, je nachdem, was das Hotel zu bieten hat. Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Und ja, that's how it is. Vorbereitungen laufen diesbezüglich, Video werde ich auch für euch aufnehmen, das heißt, da wird es ein Video geben, wie bereite ich mich auf die Tage drauf vor, beziehungsweise wie bereite ich mich einfach auf einen Urlaub vor
wo ich jetzt weiß, okay, es gibt All-You-Can-Eat-Buffet, beziehungsweise wie können wir das Ganze halbwegs gut strukturieren, dass wir über den Tag kommen. Ja? Es wird viel supplementiert werden. Größtenteils meiner Proteine wird über Proteinpulver und Riegel fahren. Das habe ich schon mal im Kopf festgelegt. Und ja, so schaut es mal aus, meine Freunde. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein cooles Video. Wir gehen jetzt ins Pull Full Body Training. Let's go. Starten wir mit der Session. Let's do it. Thank you.
So, meine Freunde, zweiter Satz. Let's go. Lang genug Pause gemacht. KO von Asche im Ohr. Wieder Wandmann. KO. KO. Okay, let's go. Zwei noch. Komm mal! Puh. Na! Zurück mal. Ja!
So, meine Freunde, kommen wir zum Fazit der Pull Full Body Einheit, so dass ich es rauskriege, wie die Einheit auch heißt. Auf jeden Fall Hang Leg Raises aufgrund der weniger Fettmasse auf meinen Haxen eigentlich sehr, sehr gut gewesen. Ja, das heißt, gut abgearbeitet, gut durchgefahren, also der Satz war wirklich leiwand, gut reingekommen in das Ganze. Eher sogar, dass die Griffkraft das gröbere Problem war und nicht die Masse der Haxen, die eigentlich die runtergehangen ist, sondern wirklich eigentlich die Griffkraft. Dann RDL super happy mit der Leistung. Zweimal 150 11 Reps durchgearbeitet, das heißt, wir haben uns beide Sätze voll abgeholt. Diese Woche wirklich gut performt, super geil, also da ich mich wirklich zusammengerissen habe. In Ruhe, habe da wirklich meine Pausen gemacht, habe wirklich in Ruhe die einzelnen Sätze bin ich angegangen. Das gleiche ging dann für die Close Grip, für die normale Rows, also für die Hammer Strength Standing Rows. Da habe ich auch wirklich mir Zeit gelassen vom Aufwärmer, vom letzten bis zum ersten Arbeitssatz, fast 5 Minuten Pause gemacht. Also so viel Pause muss einfach da drin sein, damit ich dementsprechend auch die Leistung abrufen kann. Und dann zwischen ersten und zweiten Satz wieder 5 Minuten Pause reingegeben. Einfach aus dem Grund, dass ich wollte einfach ready sein. Ich wollte einfach in dieser letzten Einheit vom Mesozyklus nochmal alles geben, alles rausballern. Und das habe ich dann auch. Bei den Curls leider, also danach habe ich natürlich die Upper Back Pulldowns gemacht mit 70 Kilo auf 17. Wirklich auch super smooth durchgefahren. Wirklich geil, ja, also wirklich, das war perfekt vom Gewicht her, meiner Ansicht nach, ja. Vielleicht, dass ich 75 gemacht hätte, es gibt aber keinen 5er-Schritt dort, sondern muss von 70 auf 80 gehen. Deswegen, ja,
wie gesagt, nächstes Mal werden wir sicher die 80 attacken, sozusagen im nächsten Mesozyklus. Aber ich bin super happy mit den 70. Wo ich ein bisschen verkackt habe, war dann bei den Curls. Da habe ich einfach diese 3 Sekunden Eccentric Phase übersehen. Ja, ich habe da einfach rauf runter gecurlt. Ich hätte viel mehr im Tempo arbeiten können, beziehungsweise arbeiten sollen. Ja, das ist mein Fehler. Habe ich falsch gemacht. Habe ich dann erst, nachdem ich es eintragen habe, in die App gesehen, dass da eigentlich Eccentric zu tun, also 3 Sekunden aufmachen gedacht ist. Aber ja, ich hoffe halt, dass das im nächsten Zyklus dann trotzdem gut funktionieren wird. Ich werde dann wieder die 16 machen. Ich denke, den Sprung auf die 18er, das wird wahrscheinlich noch sehr, sehr lange dauern, bis wir da wirklich effektiv auch auf den 18 oben sind. Wir werden sehen am Ende des Tages. Wir werden sehen, wie sich der Lift entwickeln wird. Nachdem wir die Curls gemacht haben, dann noch Rest-Pause-Satz, einen gedroppt mit 14 Kilo. Rest-Pause mache ich sehr, sehr gerne mit eben das Gewicht wieder oben drauf. Und dann kannst du eben 5 Atemzüge machen und dann gehst du wieder in den nächsten Mini-Set hinein von diesem großen Giant-Set sozusagen. Oder wie man das auch unterteilen möchte. Also, wie ihr es nennt, so, oder Cluster Set oder Rest Pause. Es ist im Prinzip immer das Gleiche. Du machst kurz eine Pause in deinem Intra Set, machst ein paar Atemzüge und gehst danach wieder rein. Wie ihr das nennt, ist mir eigentlich egal. Es arbeitet nach dem gleichen Prinzip, es hat alles nur fancy Namen. Ja. So schaut's aus. Und ja, dann noch ein bisschen Posing gedroppt. Auf jeden Fall heute wirklich schön Zeit gelassen beim Training, was super cool war und hat mir extrem gestalkt. Meso ist fertig. Und jetzt geht's ab in den Deload und in die Heide ist. Das bedeutet, nächste Woche haben wir wieder ein paar Intro-Sessions. Schauen wir mal, ob ich die aufnehmen werde, weil ich die meistens, was aufnehmen geht, skippe, weil die relativ weak und lasch sind, ja. Und ich eigentlich nur schnell durcharbeiten möchte. Das heißt, vielleicht machen wir ein paar Quick and Dirty Intro-Session-Videos. Das heißt, ohne viel Gelaber, einfach rein, raus und ballern einfach für den YouTube-Algorithmus ein paar Intro-Sessions. Brater und Bratouras, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu läuten, das Video zu liken, zu kommentieren, zu teilen, den Kanal zu unterstützen. Ich freue mich natürlich über euren Support und wünsche euch allen ein super geiles Training. Gebt Gas, glaubt an euch. Gute Ehre, euer Machete.